wirklich. Mick Jagger, Keith Richards und Co. spielten wieder live in Deutschland. 9 Konzerte sollten es werden. Und wie das so ist, auch bei den Stones brauchte es eine Vorgruppe. Am besten einen berühmten deutschen Act. Beim Großteil der Konzerte war es Peter Maffay, doch der wurde beim Stones-Konzert in Hannover gnadenlos ausgebuht und mit Tomaten, Eiern und Bierflaschen beworfen. Eiszeit. Die Stones-Fans kauften Maffay den Rocker damals noch nicht ab. In Köln wollten die Stones 2 Konzerte spielen. Das erste war mit 40.000 Tickets ausverkauft, das zweite noch nicht ganz. Da hatte Konzertveranstalter Fritz Rau eine Idee, wie sich BAP-Chef Wolfgang Niedecken erinnert. Dann rief der Fritz Rau an, weil der den Zusatztag von Stones hier im Müngersdorfer Stadion, der blieb der Vorverkauf bei 20.000 kleben. War nichts mehr. Und dann rief der an und sagte, da gibt's doch diese Band, die im Radio jetzt überall ist. Die ist aus Köln und die könnt ihr vielleicht noch dazu buchen. Vielleicht bringt das ja auch noch ein paar Tickets. Eine kölsche Band auf der Bühne der Stones. Da glühte das kölsche Fanherz. Und das zweite Konzert war nun doch ausverkauft. Das war toll. Die haben uns abgefeiert da in Köln. Die waren auch alle so stolz in Köln. Die Rolling Stones und BAP bei 2 Open-Air-Konzerten in Köln, das war ein einmalig grandioser Star-Moment.